Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal, haben wir ja mit den Söldnern angefangen zu arbeiten und haben da eine Atreides-Basis platt gemacht. Und ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal weiter. Ich habe jetzt eine längere Zeit nicht mehr gespielt, so eine Woche ist bei mir schon eine längere Zeit, ja. Und ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Das Weiß ist machtvoll. Es erweitert unsere Sicht. Unsere Information ist viel perfekter. Nein. Wir schwächten die imperialen Legionen, aber die Sorduka kämpfen noch immer mit Leto. Treibt die Atreides in die Harkonnen-Region. Dann werden sie sich gegenseitig auslöschen. Nein. Verlasst euch auf keinen Fall auf unsere Söldner. Sie bekommen einen eigenen Stützpunkt von uns. Sie sind von zweifelhaftem Wert. Ja, verlasst euch lieber auf unsere neueste Errungenschaft. Der Saboteur kann jedes Gebäude zerstören. Ja, hütet euch vor der Todeshand. Die Harkonnen denken, wir hätten nicht die geringste Ahnung von ihren Atomwaffen. Wir haben Kenntnisse über viele Dinge. Das Weiß hat unsere Sinne geschärft. Beseitigt die imperiale Bedrohung. Da ist eine 3,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass ihr überleben werdet. So lautet der Auftrag. Okay, Freunde, das hört sich ganz schön krass an. Also irgendwie verbünden sich die Sadukas immer, also immer mit den Gegnern und nie mit uns. Das ist irgendwie doof. Ich würde gerne auch mal mit den Sadukas spielen, aber naja. So, was haben wir denn jetzt hier? Spione berichten von welcher Atreides-Truppenbewegung in dieser Gegend. Verwendet diese Information mit Bedacht. Einsatzziel: beseitigt unsere Feinde. Das hört sich doch einfach an. Aber wir können wohl doch nicht so sehr auf die. Oh, meine Frau schaut drüben Animes, deswegen habt ihr gerade vielleicht ein Lachen gehört. Ja, wir sollen die Gegner platt machen und wir haben die Söldner, ja, darauf sollen wir nicht so sehr drauf zählen, hat er gesagt. Und wir haben jetzt zum ersten Mal hier die Saboteure, Freunde. Ach, was freue ich mich auf die. Die sind so geil, Freunde. Wirklich, die können ein Gebäude echt instant killen. Palast der Ordos, meine Güte, jetzt geht's aber ab hier. Mission. Welche Mission ist das jetzt? 7 oder 8? 8, glaube ich, ja. Ach, Mission 8, okay. Ja, würde ich mal sagen. Jo, starten wir mal hier. Wir haben direkt Musik, was ich sehr gut finde. Können direkt den Bauhof ausbauen, finde ich auch sehr korrekt. Hier oben haben wir die Söldner, aber allerdings, Freunde, mache ich trotzdem noch mal einen kleinen Aufnahmecheck, weil ich habe jetzt die Auflösung noch mal geändert. Und ja, würde ich mal sagen, bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. Ich habe die Musik ein bisschen aufgedreht, sodass, ja, das sollte jetzt besser passen, würde ich mal sagen, mit der Mucke, ne? Weil die war beim Anfang der Aufnahme ein bisschen leise. Aber das passt jetzt soweit. So, wir haben hier wieder Betonmauern, die wir verkaufen können. Würde ich sagen, das mache ich doch auch mal direkt. Moment, wo war denn hier jetzt nochmal das Verkaufen? Sell vielleicht? Nö, da gibt es keinen Shortcut für, glaube ich. So, dann verkaufen wir hier mal den Rotz. So, die anderen lasse ich stehen, weil falls ich hier unten was hinbauen möchte. Oh, was ist denn hier los? Oh, geht mal auf die Wüsten. Ach du Kacke! Ach du Kacke, was kommt denn hier an? Oh, Freunde. Da könnt ihr mir doch nicht antun mit so vielen Einheiten, ey. Das war krass, Freunde. Aber der Typ, der hat uns eben gesagt, wir sollen nicht so viel auf die Söldner geben. Ja, das kann ich schon verstehen. Also die Söldner, die heißen ja Söldner nicht, weil sie uns so loyal sind, sondern weil die halt manchmal machen, was sie wollen, ne? Und deswegen, ja. Freut mich, dass ihr mal wieder dabei seid bei hier bei Dune 2000. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Eine Woche, um genau zu sein. Und, ja. Wir waren ja beim letzten Mal. Ah, der kriegt schon wieder Verstärkungstruppen hier. Das ist nicht so doll. Aber das sind nur Manneken, oder was? Naja, das sind nur ein paar Manneken. Okay.
Lass die wenig mal hier. Ey, du Penner. Boah, ja gut, dann fahr du mal da drauf. Machen wir es ganz. Ach du Scheiße, weg. Oh Gott, Sammler, geh weg. Da kommen noch mehr Mannequin die ganze Zeit. Ach du Scheiße, Freunde. Was kommt denn hier an? Was kommt denn hier schon wieder an? Der Sammler ist auch so blöd. Der fährt irgendwie nicht nach Hause, keine Ahnung. So, fahr da einfach mal drüber. So, sehr gut. Das haben wir noch hingekriegt. Fahr mal heim. Komm, fahr mal heim, lieber Sammler. Und, ja. Wie gesagt, hier sind wir wieder. Ich würde jetzt als nächstes direkt eine Kaserne bauen, Freunde, damit wir so schnell wie möglich die Raketentürme hier kriegen. Konstruktion bereit. Haben hier schon eine teilweise Basis stehen. Das finde ich ganz cool. Und ja, hier unten werde ich dann wahrscheinlich die Einheitenproduktion hinmachen später. Also wir sollen hier einfach nur jeden Gegner platt machen. Genau, Freunde, würde ich sagen, speichere ich das mal unter Mission 8. Es ist Mission 8 schon, okay. Die vorletzte Mission von den Orders, Freunde. Hui. Was schießt da drüben wieder? Keine Ahnung. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. So, ja, ich habe es mir hier wieder gemütlich gemacht mit einem schönen Apollinaris Lemon, mein Lieblings-Zitronengetränk. Und ja, würde ich sagen, baue ich jetzt die Betonplatten für den Außenposten. Aber den würde ich ganz gerne hier hinstellen, aber steht eine Einheit im Weg. Geh weg da, verdammt. Ja. Soll ich das? Ne, der bleibt wahrscheinlich da stehen. Ja, dann bau den Außenposten dahin. Reicht wahrscheinlich noch von der Energie her. 10%. Zwei Kraftwerke. Ja, das sollte passen eigentlich. Jo. Würde ich mal sagen. Freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid, wie gesagt. Vielleicht ist auch ein oder anderer neuer Zuschauer dabei oder eine neue Zuschauerin. Ich weiß ja nicht, wie Strategiespiele bei Frauen so ankommen. Aber... ja, ich habe ja in den letzten Wochen einen genialen Support von euch bekommen. Beziehungsweise, okay, die Energie reicht nicht. Beziehungsweise in der letzten Woche. Das ist ja wirklich nicht lange gewesen. Also ich habe wirklich nur eine Woche. Ja, in einer Woche habe ich 20 neue Abonnenten oder so bekommen, Freunde. Das freut mich sehr. Wie gesagt, ich habe sie schon im Tenshu-Let's Play erwähnt. Ja. Ein mega geiler Support kommt aus der lieben Twitter-Community. Es freut mich sehr, wirklich. Vielen, vielen Dank, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ihr mich gerade macht damit. Und ja, wie gesagt, den einen oder anderen Zuschauer hoffe ich mal auch hier begrüßen zu können. Zum guten alten Strategiespiel. Und ja... würde ich mal sagen. Machen wir hier weiter. Der kriegt hier schön Verstärkung wieder von dem UFO. Und bis die Energie fertig ist, meine Güte, das dauert ja ewig, ey. Das dauert ja ewig, verdammt. So, der Söldner, der hat jetzt auch mal vernünftige Einheiten hier. Also der hat jetzt hier die dicken Rohre, Kampfpanzer, Trikes, Quads, alles mögliche hat der, Freunde. Alles mögliche. So, da kommt jetzt die leichte Waffenfabrik erstmal hin. So. Wir sind bereit. Wie mache ich das jetzt hier? Hier werde ich gleich wahrscheinlich Hightech-Fabrik hinbauen oder was? Muss ich mir noch überlegen. Jo, genau, jetzt haben wir hier unseren Radar da oben. Wir sehen hier, dass hier die Basis ist. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, ich habe die Auflösung noch mal ein bisschen verändert. Ach, schon wieder keine Energie, ey. Komm schon. Was soll denn das hier? Gut, dann mache ich hier oben Energie hin. Das ist ja mega übertrieben mit der Energie. So, reparieren kann ich nichts. Nein, schade. Okay. Weil die Energie hier, die ist wichtig. Die brauche ich halt immer. So. Ja, wie gesagt, also... ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer und ja, erkunde jetzt erstmal hier die Karte. So. So, was haben wir denn hier unten alles?
Mucke ist geil hier. So. Okay, Freunde. Würde ich mal sagen, wenn die Energie gleich wieder fertig ist. Die braucht ja so lang, wie die Dinosaurier gelebt haben. So lange braucht die. Meine Güte. So. Wo ich jetzt hier direkt die nächsten Energien hin? Werde das Ding mal ausbauen, damit wir da bessere Einheiten bauen können. Und ja, dann fahre ich mal hier unten weiter durch die Pampa. Ich hoffe, dass der Gegner nicht gleich wieder angeschissen kommt mit paar vielen Einheiten, weil das war schon eben echt krass, die ganzen Mannequin, ne? So, und ja. Ich habe mal wieder vergessen, meine Uhr anzumachen. Aber wisst ihr was, Freunde, das mache ich jetzt gleich mal eben. Schick den mal zurück. So, was geht hier ab? Ah, okay. Der greift an, alles klar. So, gut, dann baue mal eine Windfalle und dann schalte ich jetzt mal ganz kurz meine Uhr an. So, eine Sekunde, Stoppuhr oder was? Was war das jetzt hier? Genau. Nee, Stopp, Quatsch, gar nicht wahr. Einen Moment, ich suche gerade mal hier meine Uhr. Timer war es, glaube ich. Ja, Timer. Okay. Mhm. So. 0 Stunden. Tut mir leid, wenn ihr jetzt ein bisschen warten müsst. 20 Minuten und Start. Alles klar. Ja. Okay. Der Timer läuft. Und, ja. Nächste Energie kann gebaut werden. So, dann baue ich direkt mal hier einen Raketenturm. Weil der kommt jetzt hier angeschissen. Und das ist nicht schön. Nein, nein, das ist gar nicht schön hier. Gar nicht. Der hat Schallpanzer. Hört ihr das? Hört ihr diesen Sound? Der hat die Schallpanzer, Freunde. Der hat die Schallpanzer, der Gegner. So, das ist nicht schön. Das heißt, ich muss hier wirklich auf die Barrikaden gehen. Ja, Raketenabschuss. Die Sache gibt's hier noch zu sagen. Der Gegner hat eine Atombombe. Habe ich eben ganz vergessen. Hier kommt jetzt gleich wahrscheinlich, also die Hakonnen. Der Hakonnenpalast, der hat eine Atombombe. Da seht ihr die Atombombe und der schmeißt sie wahrscheinlich auf meine Energie drauf, oder? Die hat zum Glück nicht ganz getroffen, Freunde. Boah, da habe ich Schwein gehabt. Die Atombombe ist ziemlich heftig, wie ihr seht. Also die kann wirklich 2, 3, wenn nicht sogar 4 Gebäude instant platt machen. Und das finde ich sehr krass, muss ich sagen. So, wisst ihr was, bevor die Sammler hier jetzt noch lange hier so rumfahren manuell, baue ich mir jetzt mal einen schicken Raumhafen hier hin. Wenn es denn gehen würde. Nein, es geht natürlich nicht. Schade. Ich brauche erstmal die schwere Waffenfabrik. Okay. Dann mache ich das mal, würde ich mal sagen. Und dann werde ich nämlich Flugzeuge bauen. Genau, ich brauche hier die Flugzeuge wieder. Ja. Genau, der kriegt hier nach wie vor seine Verstärkung, der Söldner. Und geht dann, wenn er genug hat, angreifen. Wobei der gruselige Typ da gerade, der hat ja gesagt, wir sollen nicht so viel auf die geben. Das könnte noch von Bedeutung werden. Schaut euch mal die schwere Waffenfabrik von denen an. Die sieht ja krass aus. Sieht voll anders aus, Freunde. So, würde ich mal sagen, speichere ich das Ganze nochmal. Mission 8. Dann würde ich sagen, gehe ich gerade mit... Ah! Luftangriffe kommen auch noch. Eieiei, jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's aber los. Jetzt haben wir hier 2 Superwaffen gegen uns. Aber die treffen zum Glück nicht so gut. Das ist das. Die treffen zum Glück nicht. Ah! Puh, das war knapp, Freunde. So, ja, wir haben 2 Superwaffen. Atreides und Hakonnen. Und das ist nicht so doll. Okay, da kommt wieder angeschissen mit ein bisschen was, ja. Doch, der kommt mit ein bisschen was angeschissen jetzt hier. Aber ich habe hier 2 Raketentürme stehen, alles gut. Ich brauche auch schon mal den nächsten hier. So, die kämpfen da gegeneinander, dann helfe ich dem mal. Dann, weil bevor der die Seite wechselt und das wäre scheiße, Freunde. So, dann schießt... Oh, mach doch den Raketenpanzer kaputt. Da, so, mach den kaputt hier. Da ist ein Schallpanzer, okay? Ein Schallpanzer, naja. Gut, dann zieh dich mal wieder zurück hier. Ich muss mal eine Verteidigung aufbauen, Mensch. So, dann bau den nächsten Raketenturm. Hier geht's direkt ab.
Schaut mal, und da sind wieder die Sadoka-Truppen. Das finde ich sehr interessant, Freunde. Und die sind natürlich wieder gegen uns, das ist klar. Ja, das... Ah, Schall... Ja, der Schallpanzer hat seinen eigenen Gegner platt gemacht, okay. Also hat seinen eigenen Mann platt gemacht, okay. Boah, die Sadokas, Alter, die sind heftig, Freunde. Ich hab so Schiss vor den Sadokas. So, den schafft ihr ja. Den Schallpanzer. Macht doch erst den Schallpanzer kaputt. Ah, ihr seid ein bisschen dumm. Aber was will man hier von der KI erwarten? Das ist ja... Also eigentlich stehen die Türme hier... Stehen die Mauern hier suboptimal, ne? Ja, komm, ist egal. Stehe ich den einen Turm jetzt so dahin und dann mache ich den nächsten hier so hin. Zack, genau. So, das haben wir nochmal verteidigt gekriegt. Ja, danke. Danke, Penner. Greif doch mal den Sammler an. Hau ab! Verdammt. Egal. Seht ihr das? Der Söldner hat jetzt auch Raketenpanzer. So. Ich weiß gerade leider nicht, in welche Raffinerie der gehört. Deswegen, ja. Genau. So, der hat einmal hier drauf geschossen. Hat aber keine Chance gehabt. Gegen 5 Raketentürme mittlerweile. Und ja, hier oben werde ich später die Verteidigung auch noch ein bisschen stärken. Frage ich mich aber gerade, wie ich da hinkommen soll. Hier oben kann ich normalerweise nichts aufbauen. Werde ich gleich mal ausprobieren, Freunde. Ja, meine Erkundungseinheit ist jetzt natürlich weg, ne? Ist klar. Konstruktion bereit. Aber, ja. So, dann würde ich sagen, baue ich noch einen Turm. Wird gebaut. Einen Raketenturm. Hier für die Mauer hier. Ach, verkauf die mal. Oh, diese Musik, die ist so gruselig, Freunde. Mag ich überhaupt nicht. Aber naja. Was werden wir machen? So, jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe. Und ja. Gut. Dann trinke ich mal. Ah, ich wollte gerade was trinken, aber der Turm wird fertig. Kann ich hier oben hinbauen? Nein, kann ich nicht. Das ist das Problem, Freunde. Ich kann hier oben nichts hinbauen. Ich werde mich da irgendwie gleich, ja. Wo? Ah, da rechts, okay. Da kommt ein Nakon-Typ. Aber das ist mir jetzt egal. Der, kann nix. Was machst du denn, Alter? Hör doch mal auf. Da greift er meinen Sammler an, eiskalt. Und der Sammler ist auch mal wieder so blöd und fährt ans andere Ende der Welt. Oh Mann, Freunde, das ist so unschön, was die Sammler hier machen. So, ich brauche noch eine Energie. Mach die kaputt! So, dann zieh die mal hier rein. Geh mal weg hier! Geht mal rein! Los! Geht mal rein da! Verdammt! Was kommt der hier alles an? Nein, keinen Sammler verlieren, bitte! Keinen Sammler verlieren! Boah, zum Glück ist die Spielmechanik hier ein bisschen... Puh, scheiße, Freunde. Scheiße, das war jetzt ein Sammler. Boah. Ach, Leute, tut mir das doch nicht an, ey. Verdammt. Ich brauche die Sammler, die sind wichtig. So. Das haben wir schon mal verteidigt gekriegt. So, meine Güte. Also, wow. Kann ich jetzt einen Sammler neu bauen? Und da muss ich jetzt natürlich auf Geld warten. Ist klar. Das geht ganz schön ab hier. Gegen 3 Gegner. Seht ihr das, Freunde? Gegen 3 Gegner. Müssen wir kämpfen. Einmal gegen hier den Imperator. Mit den Sadokas. Dann gegen die Atreides und gegen die Hakon. Ja, ja, das ist echt schwer. Aber wir sind ja auch zu zweit, ne? Wir haben auch hier den Söldner, die Söldnertruppen zur Verfügung. Sammler, bleibt mal bitte zu Hause. Wenn ich jetzt noch einen Sammler verliere, dann ist doof, ja. Also ich kann gerade nichts machen. Also ich muss gerade nur beobachten. Und gucken, dass die sich hier selber verteidigen irgendwie. So, der ist weg. Ah, greift doch nicht mit Manniken gegen 2 Belagerungswaffen an. Das bringt doch nichts. Manometer. So. Der hat hier die Oberhand hier oben, ne?
Kann es sein, dass ich das laden muss? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Nee, das glaube ich. Ja, natürlich. Gut, dann verkauf halt einen Turm. Verkauf halt diesen einen Turm hier. Da kommt ein Minikin raus. Das kann da hinten drauf schießen. Und das trifft besser. Ah. Shit, darf das mal gesehen. Das. Oh, oder so. Das geht natürlich auch. Vielen Dank, lieber Wurm. So. Ah, der Schallpanzer. Das ist. Es kann sein, dass ich den Spielstand laden muss, Freunde. Den Spielstand muss ich leider laden. Es tut mir leid, aber ich brauche mehr Einheiten. So. Da war ich ja ganz weit weg, ne? Genau, da war ich ja jetzt bei dem Luftangriff hier. Genau. Warum habe ich jetzt gerade nichts gehört? Warum machen die keinen Sound? Das ist ein bisschen komisch. Naja, jetzt. Okay, gut. Ich brauche ein paar mehr Einheiten auf jeden Fall. Ja, das ist... Ja. So, da kommt er angeschissen. Da kommt der Gegner angeschissen. So. Ich werde... Ja, ich muss trotzdem... Ja, das mache ich später. Nee, ich brauche jetzt die Kohle für Einheiten und Kampfpanzer. Also für Einheiten und Türme. So, die fahren nach Hause. Das ist ja schon mal ganz gut. So, da werde ich jetzt erstmal nicht helfen. Weil ich brauche meine Einheiten zur Selbstverteidigung. Das ist so, ja. Ich brauche die Einheiten zur Verteidigung, Freunde. So, dann mache ich mir jetzt die zwei Mauern weg. Das ist so viel Scheiße, was der hier hat, ne? Das ist unfassbar. So. Ja, vorletzte Mission. Das ist halt was Knackiges, ne? Das ist so. So, weitere Kampfpanzer, bitte. Ich brauche jetzt einfach nur Kampfpanzer. Hier unten kommen die Sadokars. Wir haben zu starke Verluste. Ja, es tut mir leid, aber was soll ich machen? Muss ich jetzt wirklich da mithelfen? Ich helfe mal mit, komm. So, dann helf mal. Ich will die nicht verlieren, die Söldner. So, dann helf hier mal. Auf uns brauchen sie... Ah, verdammt. Brauchen sie nicht mehr zu zählen. Okay, nee, da muss ich leider nochmal laden. Da muss ich da oben die Einheiten hin tun. So, tu die Einheiten, tu die hier oben mit hin. So, gut. Ja, jetzt gibt's hier auch einen Sound. Tu die Einheiten einfach mit oben zur Verteidigung. Die brauchen wir da. So. Okay. Ach, verdammt, Freunde. Ich muss ein paar Mal laden jetzt. Es tut mir leid, wenn sich das jetzt so ein bisschen wiederholt. Aber das ist manchmal nichts zu ändern. Und da jetzt momentan nichts zu tun ist, gucke ich mal kurz. Ja, noch 8 Minuten. Das ist okay. So. Der Sammler, der fährt ja hier. So, dann helft mal. Dann macht die mal kaputt hier. So. Die beiden Kleinen, die stehen hier. Ja, ich muss dem helfen. Das ist genau so. Genau so. Bitte auf einen schießen. So. Ich muss dem da helfen. Das ist, das geht gar nicht anders. So. Der schießt mal schön auf den Schallpanzer. Genau. Habe ich jetzt hier 2 kleine Einheiten. So. Da muss ich jetzt... Ach du Scheiße, die habe ich ganz vergessen. Da kommen ja noch Sadokars auf meine Basis zu. Oh Mann, Freunde. So, wisst ihr was? Die Kleinen, mach mal den Schallpanzer weg. Ah, vielleicht wird der Kampfpanzer noch rechtzeitig fertig. Weißt du was, beim Schallpanzer... Ah, nein! Nicht keine Wüstentruppen. Verdammt. Ah, das passt noch, den kriegst du noch. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Ah, der Sammler ist drüber gefahren. Sehr gut. So, dann geht ihr mal hier hoch. Und bau weiter Kampfpanzer. Und weiter Raketentürme. Boah, das ist so viel, was hier ankommt. Das ist so krass, Freunde. Ich habe mir jetzt natürlich hier den Weg verbaut, ne? Aber das sollten die verteidigen können. Der Schallpanzer ist weg, Freunde. Der repariert aber auch nicht, ne? So, jetzt sagt er wieder, wir haben zu starke Verluste.
bin schon da, Junge. Ich bin da. So. Mach die kaputt. So. Ah, der. Ah, jetzt repariert er. Okay, sehr schön. So, das haben wir jetzt hier verteidigt. Das ist schon mal gut. Alles klar, Junge. Junge. Ich bin netter. Du brauchst nicht auf die Gegnerseite zu gehen. Weil ich glaube, wenn der gesagt, kann nicht mehr zählen, dann macht er gar nichts mehr. Und das wäre scheiße, Freunde. Das wäre richtig scheiße. So, dann muss ich hier einfach alles beschützen. Alles beschützen, Freunde. So, ich darf keinen Sammler verlieren. Nein, keinen einzigen Sammler verlieren, Freunde. Gut. Dann verkauft man die Mauern hier. So. Dann. Weiterer Turm, weiterer Panzer. So. Ich brauche alle Panzer hier zur Verteidigung hier oben. So. Alles klar, ich muss die Söldner beschützen. Das ist wichtig, Freunde. Okay. Da wäre es aber von Vorteil, wenn ich hier oben ein Türmchen hinbauen könnte, ne? Die Sammler sollen nicht am anderen Ende der Welt sammeln. Bitte nicht, Leute. So. Dieser Raketenturm. Weiterbauen. So. Nächste Panzer ist für hier oben. Oder nee, den lasse ich mal zur mobilen Verteidigung hier unten, Freunde. Da kommt er jetzt. Da kommt er schon. Was? Bitte nicht. Oh, da kommt er schon. Verdammt. Okay, dann lass den auch hier unten kommen. Ja. Komm noch ein Stückchen näher und du bist tot. Hier der. So, zack. Weg damit. Der will nämlich auf meine Sammler gehen. Ja, ja. Ich weiß das schon. Aber jetzt kommt der häppchenweise. Jetzt kommt der häppchenweise und das ist ganz gut. So, das haben wir. Jetzt kommt er hier mit viel Geschiss an. ja. Aber die fahren auch in die Raketentürme, glaube ich. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut, Freunde. Kommt gleich noch der nächste. Der Söldner hilft. Das ist gut. Der Söldner hilft. Oder was? Nö, der hilft doch nicht. Na, das war eben schon echt blöd, ja. Mit dem, dass der mir nicht mehr geholfen hat. Ah, das haben wir jetzt aber ganz gut hingekriegt mit dem Angriff. Ja, ja, das war schon besser, Freunde. Gut, dann haben wir das verteidigt. Diesmal. Gut, Freunde. Das werde ich erstmal speichern. Dass wir das jetzt geschafft haben. So, okay. Dann, was macht der? Der macht nichts. Da kommt jetzt noch der andere, okay. Ja, dann, keine Ahnung. Ah, okay, rein da. Kommt nach Hause. Sammler nach Hause einfach. Da ist hier so ein dummer Raketenpanzer. So, weg damit. Mach den kaputt. Ich will nicht wieder einen Sammler verlieren, Leute. So, der hilft. Das ist gut. Der Söldner hilft. Das ist schon mal sehr gut, Freunde. Danke, dass du mir hilfst, Junge. Der will wieder auf meinen Sammler, oder was? So. So viele... Oh, was kommt denn da unten an? Oh, scheiße, Freunde. Nein. Nicht sowas hier. Das ist doch mega heftig da. Wow. Wow, diese Angriffe hier, ne? Die sind so heftig. So, dann mach den Belagerungspanzer hier weg. Und fahren auf diese. Ja, sehr gut. Okay. Nein! 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 Ich verliere wieder einen Sammler. Nein! Ein Sammler ist weg. Wenn ich den jetzt auch verliere, dann ist vorbei. Dann muss ich laden. Jetzt. Fahr zurück! Türme, bitte funktioniert wieder. Oh Mann, Leute. Raketentürme. Komm schon, das war jetzt aber echt böses Timing, ey. Nicht euer Ernst. Ja, toll. Super. Was soll ich jetzt machen? Ich brauche jetzt Geld für einen Sammler. Abgebrochen.
muss ich nochmal laden, ey. Ach, verdammt. Okay, dann Sammler direkt zurück. Dann schütze ich die jetzt erstmal. Nicht, dass die da drauf gehen wieder. So, auf den da. So. Okay, Sammler direkt zurückziehen. Zum Glück habe ich da gespeichert, ey. So, gleich kommt hier eine Rakete drauf. Okay. So. Brauche ich alles hier unten jetzt. So, den scheiß Raketenpanzer da. Komm. So, weg damit. Weg damit. Sehr schön. So, ich müsste jetzt ein bisschen die Kohle sparen, auf jeden Fall. Die ganzen Einheiten hier müssen alle weg, Freunde. Alle wegmachen. So. Jo, Fremen hat er auch. Ach du Scheiße, Freunde. Fremen hat er auch hier. Die haben wir ja letztes Mal mit den Atreides schon gespielt. Die Fremen, die sind ja auch krass. Krasse Minikin. So. Ja, dann macht ihr den Raketenpanzer platt. Da ist die Rakete, die kommt. So. Wo sind die Fremen hier? Ich habe hier Fremen gehört. So. Macht ihr mal den da weg. Alles klar, das haben wir verteidigt, Freunde. Das ist doch mal sehr gut jetzt. Moment. Fahrt mal hier raus, bevor der Sammler die Rakete euch trifft. Ui. das ist jetzt gerade mein Timer hier. Ach du Scheiße. Da wurde jetzt natürlich hier zwei meiner Energien weggemacht. Ey, oh Mann. Gut, Freunde. Ich würde mal sagen, der Timer hat sich gemeldet. ja. Wie es hier weitergeht, würde ich sagen. Und wie wir jetzt uns hier wieder aufbauen und hoffentlich nächste Angriffe abwehren können. Sehen wir beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.